Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video geht es wie immer um das Thema Network Marketing in Verbindung mit Online-Marketing. Und ich habe heute zum Beispiel gerade einen Blogartikel fertiggestellt, wo es um das Thema MLM-Marketing, so geht's richtig, geht. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe seit, dass ich im Jahr 2005 ja die erste Berührung mit Network-Marketing, Strukturvertrieb und so weiter hatte, mich immer gefragt, Mensch, wie machen das manche Leute, die ja 5, 10, 20, hunderttausende Menschen in ja ihrer Organisation haben, weil die Arbeitsweise, die ich damals kennengelernt habe, ja, da schien mir diese Zahl unvorstellbar, die jemals zu erreichen, weil wie viele Menschen konnte ich schon ja tagtäglich ja kontaktieren, um eine gewisse Anzahl an Menschen zusammenzubringen, und vor allen Dingen, was für mich wichtiger war, wie viele von den Menschen konnten das ebenfalls tun. Und da habe ich mich dann halt schon gefragt, wie machen die das eigentlich, dass sie so große Organisationen aufbauen? Heute haben wir jetzt das Jahr 2019, bin schon ein paar Jahre älter geworden und konnte dann dementsprechend mich halt auch immer Schritt für Schritt weiterentwickeln und habe dann für mich vor ein paar Jahren dann eben mein Marketing-System gefunden, mit dem es mir gelingt, immer wieder neue Partner zu sponsern, so wie ich es haben möchte. Und dass das Ganze auch funktioniert, ich mache dir den Link dieses Blogartikels unterhalb in die Textbeschreibung rein. Da habe ich dir auch einen Nachweis mit drauf gemacht, dass du siehst, dass es tatsächlich funktioniert, was ich dir jetzt im Folgenden ja erzähle. Und ich möchte ja, bevor dass wir ja drauf eingehen, wie mein Marketing-System aussieht, das möchte ich dir nämlich in diesem Video zeigen, will ich noch mal kurz ein paar Punkte ansprechen, die ich immer wieder ja feststelle, beziehungsweise wo ich drauf angesprochen werde oder was ich halt so einfach ja in der Öffentlichkeit dementsprechend wahrnehme. Und dazu möchte ich mal kurz auf vier Punkte eingehen. Das sind so die Punkte, wo ich jetzt einfach drauf eingehen will, weil die einfach für das Thema wichtig sind. Ja, der erste Punkt ist, Marketing ist schwierig. Man muss extrem kreativ sein, um ja Marketing zu betreiben. Und also Kreativität ist ja nicht jedem seine Sache. Und das ist ja ein Irrglaube. Gerade im Network Marketing ist es überhaupt nicht von Nachteil, wenn du nicht kreativ bist. Ja, also ich persönlich glaube nicht, dass ich sonderlich kreativ bin. Und ich kenne auch viele Leute im Network Marketing, die ebenfalls erfolgreich sind und wenig kreativ sind. Natürlich schadet es nicht, wenn du kreativ bist und oder dir das aneignest und kreativ wirst. Also das schadet überhaupt nicht, aber es kann auch ja, es kann aber auch zum Nachteil werden, weil Kreativität ist ja ein Stück weit was Individuelles, und alles, was individuell ist, ist nicht duplizierbar. Und im Network Marketing wollen wir nur Dinge haben, die duplizierbar sind, weil nur wenn sie jeder nachmachen kann, dann ist es auch gewährleistet, dass du ein großes Team aufbauen kannst. Henry Ford hat mal gesagt, wenn du was Großes aufbauen willst, dann musst du was Einfaches aufbauen. Also wir müssen was Einfaches aufbauen, was wirklich jeder nachmachen kann. Und dir nützt es nichts, wenn du ein Marketing-Genie bist, ja, und die tollsten Webseiten machen kannst, die tollsten Verkaufstexte schreiben kannst, die tollsten E-Mails schreiben kannst, wenn du oder wenn dein Team das nicht nachmachen kann. Ja, und dann ist Kreativität eben ja eher sogar ein Hinderungsgrund, wie das es förderlich ist. Natürlich empfehle ich auch jedem, das zu lernen, ja, Marketingkenntnisse sich anzueignen. Aber zu Beginn, wenn jemand frisch anfängt, ist es wichtig, dass es einfach ist, dass du einfache Werkzeuge hast, die einfach anzuwenden sind, die tatsächlich jeder machen kann. Wenn eine Person sich dann weiterentwickelt, ja, ist das wieder ein anderes Thema. Aber gerade zu Beginn ist es super wichtig. Und da ist Kreativität sogar oftmals ein Hinderungs- oder ein Grund, der ja, der dein Wachstum hemmt. Ja, dann ich nenne sie mal das Duplikationsmärchen. Ja, man braucht nur drei, diese brauchen wieder drei, die wiederum drei und so weiter, und dann hast du eine riesen Downline und musst quasi nur noch den Scheck zur Bank tragen und das Geld abheben. Ansonsten kannst du ja dein Leben
ja, so gestalten, wie du das möchtest, ja. Auch das ist einfach nur in der Theorie richtig. Das ist ein Märchen aus meiner Sicht, war bei mir noch nie so, ja. Und die Leute, die ich kenne, bei denen ist es ebenfalls nicht so, ja. Bis Duplikation einsetzt, wirst du eine Vielzahl von Menschen in, ja, in deine Organisation rekrutieren müssen. Gerade zu Beginn, wenn du alleine bist, ja, bis du irgendwann ein Team hast, ja, wo sich Menschen rauskristallisieren, die das Gleiche, die das genauso ernsthaft betreiben wie du und dann anfangen, eigene Strukturen aufzubauen und so weiter, bis dann eben dieser Duplikationseffekt einsetzt. Warum sage ich dir das? Ich werde sehr häufig gefragt, ja, wie viele Leute muss ich denn eigentlich rekrutieren, dass, ja, dass ich ein passives Einkommen in Höhe X habe? So, und das ist eigentlich schon die falsche Frage dahinter, weil dahinter ist eigentlich aus meiner Sicht schon die falsche Einstellung, weil es ist völlig egal, was ich dir für eine Zahl sage. Es heißt ja noch lange nicht, dass diese Zahl bei dir eintrifft. Letzten Endes, meine Antwort dazu ist immer die gleiche, so viele, wie du halt eben brauchst. Und das ist eigentlich die einzigste wahre Antwort, die man in dem Bereich geben kann. Und das Entscheidende ist aber, dass du dich hinterfragst, weil wenn du diese Frage stellst, ja, dann limitierst du ja schon irgendwo deinen Einsatz, weil du sagst, okay, wenn ich 100 Leute habe, dann muss das Ganze laufen. Wenn du, aber das wäre aus meiner Sicht halt die falsche Einstellung für Network Marketing. Wenn du aber sagst, es ist völlig egal, wie viele Menschen ich brauche, weil ich habe einen großen Traum, ich habe ein großes Ziel, was ich verwirklichen will, finanzielle Freiheit, örtliche Freiheit, was auch immer so, so dein Motivationsgrund ist, ja, dann ist es völlig egal, wie viele Menschen du brauchst, ja, du wirst den Weg einfach gehen, weil es dazu einfach keine Alternative gibt. Und was ist, wenn es 5 oder 10 Jahre dauert, bis du am Ziel angelangt bist und viele, viele Menschen rekrutieren musstest? Ja, und ist doch kein Thema. Was ist denn 5 Jahre im Vergleich zu 40 Jahre irgendwo 40 Stunden die Woche in eine Halle zu gehen, zum Beispiel, so wie ich das damals machen musste? Und ja, was ist da die Alternative dazu? Und dann hat sich nichts geändert und du bist immer noch nicht an dein Traumleben angelangt. Also es ist doch völlig egal, wie viele Menschen du brauchst. Ja, natürlich gibt es immer Anhaltspunkte. Aber es ist völlig egal, wie viele du brauchst. Erfolg ist auch immer ein Stück weit Individualität. Ja, ich habe schon erlebt, dass Menschen die gleiche Anzahl gesponsert hatten und unterschiedlichste Ergebnisse hatten. Ja, also das ist kein Punkt, an dem du dich orientieren solltest, sondern du solltest dich an deinen Kennzahlen orientieren. Du solltest dich daran orientieren, ja, was deine Ziele sind und so lange einfach Gas geben, bis du dein Ziel erreicht hast. Der nächste Punkt. Ich sage dir das einfach nur deshalb, weil es für das Nachfolgende einfach wichtig ist, das zu verstehen und immer bei jedem Schritt, was man macht, einfach nachzuvollziehen, dass viele Aussagen einfach halt von Personen sind, ja, die diese Erfahrung vielleicht gemacht haben oder diese Meinung haben, aber das muss noch lange nicht immer die Wahrheit für dich sein, ja. Also, der nächste Punkt, was ich auch immer so höre, und gerade Menschen, die auf mich zukommen, die wollen dann immer oder die erzählen mir sehr häufig, dass Offline-Marketing nicht funktioniert, das Arbeiten mit der Namensliste ist schwierig geworden und so weiter. Mag alles sein, ja, aber es ist einfach nur deine Wahrnehmung. Ich kenne super viele Menschen, die mit klassischen Offline-Marketing-Aktivitäten super gute Erfolge erzielen, ja, und solange wie mein Briefkasten voll ist mit Werbung von großen Unternehmen, so lange weiß ich, dass auch offline, ich sag mal, oder die alten Marketingkanäle, dass die nach wie vor funktionieren, sonst würden diese großen Firmen nicht in diese Kanäle investieren, ja. Und wichtig ist aber immer nur, und das ist einfach das, wo ich einfach den Unterschied drin sehe. Ich vergleiche das immer mit so einem Holzfäller, ja. Wenn der eine super gute Kettensäge hat, ja.
und der weiß aber nicht, wie die angeht und er kann die nicht bedienen, dann nützt ihm die Kettensäge nichts. Und so ist es mit Online-, Offline-Marketing genauso. Wenn du nicht weißt, wie du die Werkzeuge einsetzt, dann bringen sie dir nichts. Und dann kommt man oft zu dem Schluss, sie funktionieren nicht, während sie bei anderen sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Und wenn wir in diesem Beispiel bei dem Holzfäller bleiben, wenn der nicht weiß, was er da im Wald eigentlich so tut, ja, dann kann das sogar sehr gefährlich sein, weil wenn der Baum mal in die falsche Richtung umkippt, dann ist es einfach blöd gelaufen. Und so ist es nämlich im Marketing oder sei es offline, Online-Marketing, wie auch immer, ist es ähnlich. Das heißt, es schadet nicht, wenn du im Laufe der Zeit über einen großen Werkzeugkasten verfügst, an verschiedenen Marketingkanälen, ja, die du beherrschst, ja, um die dann zu gegebener Zeit auch einsetzen zu können. Ja, und je nachdem, in welchem Step deines Funnels du dich halt gerade befindest, beziehungsweise dein Interessent, können gewisse Dinge halt dann durchaus Sinn machen. Ja. Ein MLM-Business rein online aufzubauen ist nicht möglich, ist ebenfalls so eine Aussage. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Da gibt es dann die anderen Verfechter, die sagen, also Network Marketing ist ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Das funktioniert nur, wenn eine Beziehung da ist und ja, wenn Vertrauen da ist. Und deswegen funktioniert ein Business rein online aufzubauen, ist nicht möglich. Das halte ich für genauso eine falsche Aussage, wie wenn man sagt, Offline-Network-Marketing funktioniert nicht mehr. Deswegen, es funktioniert genauso. Ja, ich gebe den Aussagen vollkommen recht. Und je mehr du es schaffst, auch persönliche Beziehungen aufzubauen, desto stabiler und desto größer und schneller kann dein Business auch wachsen. Aber dass es nicht möglich ist, rein online aufzubauen, das ist einfach eine Aussage, die verkehrt ist. Ja, weil jedes Geschäft, also mir fällt jetzt spontan kein Business ein, welches du nicht online aufbauen kannst. Also es müsste dann schon ein Geschäft sein, wo nur du quasi direkt vor Ort sein musst, um das dann eben halt ja aufzubauen. Also beziehungsweise wo du nur vor Ort oder wo du halt echt vor Ort sein musst, um ein Produkt zu verkaufen oder so. Aber ob das jetzt ein physisches Produkt ist, ein digitales Produkt oder im Network Marketing eben Produkte sind, die teilweise ja automatisiert dann nach Bestellung versendet werden, ist das definitiv möglich, sein Business rein online aufzubauen. So, und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz drauf eingehen und dir einfach zeigen, wie ich das tagtäglich mache, beziehungsweise wie ich tagtäglich es schaffe, dass ich neue Interessenten gewinne, aus denen dann halt dementsprechend ja, neue Partner werden. Und dazu mache ich mal kurz das Whiteboard an. Die Grundlage von allem ist eine sogenannte Lead Capture Page. Das heißt, alles, was ich tue, so, jetzt müssen wir noch mal kurz hier gucken, warum ich mache das noch mal kurz frisch. Von allem, was ich tue, ich weiß jetzt leider nicht, warum hier der. So, jetzt klappt's. Der Ausgangspunkt ist der, dass ich hier eine Lead Capture Page habe und die Lead Capture Page, die hat, also dann landet, kannst du auch Landing Page oder Squeeze Page nennen, wie auch immer du das nennen willst. Der Sinn von dieser Seite ist einfach nur, dass ich Interessenten, die grundsätzlich an meinem Angebot Interesse haben, ja, dass ich die hier drauf leite. Und dort frage ich dann zum Beispiel die E-Mail-Adresse ab, wo ich die Informationen hinschicken kann, oder du kannst auch die Telefonnummer abfragen, wenn du quasi dann nachtelefonieren willst. Du kannst ja den Namen, die Anschrift und so weiter kannst du alles abfragen. Je mehr du abfragst, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand dann einträgt. Deswegen beschränke ich es in der Regel auf die E-Mail-Adresse. So, und egal, ob ich jetzt, ich sag mal, irgendwie unterwegs bin, draußen beim Kunden oder sonst wo,
oder ob ich jetzt online mich bewege. Mein Ziel ist immer, mit den Menschen, wo ich zu tun habe, sei es jetzt direkt oder halt indirekt über meinen Blog, über meine Videos etc., hier auf diese Seite zu lenken. Und wenn auf diese Seite die Person sie mehr Interesse hat, ja, und weitere Informationen will, dann trägt sie hier ihre Daten ein und dann beginnt quasi die erste Automation. So, und hier bekommt dann die Person eine Reihe von E-Mails, ja, die ich einmal erstellt habe und die dann zu fest definierten Zeitpunkten quasi versendet wird. Es gibt auch Systeme, die das tag-basiert machen. Ich nutze ein All-in-One-Marketing-System hierfür. Den Link mache ich dir unterhalb in die Shownotes. Da hast du im Prinzip alles drin, was du als Networker brauchst. Und genau, und von diesen E-Mails aus, in den E-Mails oder in den Videos, die darin sind, die haben einfach nur den Zweck, alles, was ich sonst immer eins zu eins in einem Gespräch erklären müsste, ja, das erkläre ich in diesen E-Mails. Das heißt, dort wird eine Geschäftspräsentation ausgeliefert. Das heißt, der Person kommt dann auf eine weitere Seite, wo dann quasi die Geschäftspräsentation läuft. Dann gibt es eine Seite, wo die Person sich dann direkt in meinem Team anmelden kann. Es gibt eine Seite, wo die Person ein Telefonat, ja, mit mir, na, machen wir es nochmal kurz zurück, ein Telefonat mit mir vereinbaren kann, falls noch Fragen sind. Es kommen aber auch E-Mails, wo dann quasi auf Einwände, Vorwände eingegangen wird. Zum Beispiel, was ist ein Schneeballsystem? Das sind halt aber Dinge, die werden immer seltener, aber wird dann trotzdem behandelt. Oder es sind halt E-Mails drin, die zeigen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Start in meinem Geschäft ist, beziehungsweise warum die Branche lukrativ ist, wie das Geschäft funktioniert. Alles, was man halt so braucht, um Vertrauen aufzubauen, alles, was so die Leute theoretisch wissen wollen und auch in der Praxis immer wieder gefragt wird, das wird hier im Prinzip automatisiert quasi ausgeliefert. So, und das führt halt dann dazu, dass entweder eine Person sich direkt in meinem Team anmeldet oder Kontakt zu mir aufnimmt, um ja noch ein paar Fragen zu klären, um dann ja mit mir halt eben zu sprechen nochmal vorher. Das zweite Szenario, was passieren kann, ist, dass die Person noch Fragen hat. Ja, dann nimmt sie entweder ebenfalls Kontakt mit mir auf oder konsumiert halt weiter einfach die Inhalte. Ja, das sind die meisten. Oder das dritte Szenario ist, dass die Person sich aus meinem Verteiler austrägt, weil sie kein Interesse hat, weil das nicht relevant für sie mehr ist. Ja, so. Und egal welches Szenario von den dreien eintrifft, ich bin mit allen absolut fein, ja, weil alles, was passiert, spart mir Zeit. Trägt sich eine Person aus, spart mir unheimlich viel Zeit, unnötige Fragen zu beantworten, ja, wenn die Person Kontakt mit mir aufnimmt. Ich weiß einfach, es ist kein Interessent. Ich muss dort keine weitere Zeit investieren. So, der zweite Punkt, wenn eine Person anfragt und sagt, ich würde gerne einsteigen, habe aber noch die und die Frage, weiß ich, ich habe einen ernsthaften Interessenten dran oder die Person trägt sich halt eben direkt ein, das ist sowieso, dann habe ich dann am meisten Zeit dann eben auch gespart, die ich verwenden kann, um hier vorne wieder neue Interessenten für mein Business zu gewinnen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, eine ganz, ganz andere Schlagzahl entweder aktiv zu fahren oder ich kann aber auch hergehen, zum Beispiel halt über Werbeanzeigen und so weiter Interessenten hier auf diese Seite dann zu bringen. Natürlich solltest du die Seite dann auch immer testen, bis sie die Ergebnisse erzielt, die du haben möchtest. Und wenn dann eine Person sich angemeldet hat, dann beginnt die zweite Phase der Automatisierung, weil ich muss ja jeden Teampartner, der bei mir beginnt, dem muss ich ja die gleiche Ausbildung zukommen lassen. So, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann das eins zu eins machen, dass ich einfach hergehe und sage, okay, jede Person, die bei mir anfängt, mit der nehme ich Kontakt auf, mit der spreche ich alle Punkte durch, ja, was dann dazu führt, dass wir uns sehr gut kennenlernen. Das ist gut, ja.
Aber an diesem Punkt sind wir da schon in einem Bereich, wenn ich dann 10, 12 Stunden Zeit investiert habe, um alles zu erklären, beziehungsweise die ersten Schritte zu gehen, dann weiß ich immer noch nicht, ob die Person aktiv wird. So, und ich bin dann eher der Fan davon zu sagen, okay, auch die Ausbildung, die automatisiere ich, weil ich kann dann eine gleichbleibende Qualität der Ausbildung liefern. Jeder kriegt im Prinzip die gleichen Informationen und Ausbildungsinhalte. Und ja, und dann gibt es natürlich auch hier, und außerdem ist es ein zusätzlicher Filter, weil es wird Personen geben, die werden diese Inhalte nicht angucken. Ja, die werden, warum das so ist, keine Ahnung, aber es ist halt so. Ja, manche werden dann halt vielleicht nur einen Teil der Ausbildung gucken, dann vielleicht hier mal wieder oder den Teil, wie auch immer, spielt keine Rolle. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Fragen kommen, ja, kann ich immer wieder auf die Ausbildungsinhalte verweisen, wenn die Person sich diese Inhalte noch nicht angeguckt hat. Wenn die Person diese Inhalte angeguckt hat, ja, und Fragen dazu hat, dann habe ich einen konkreten Ansatz. Das heißt, ich kann hier das Programm weiter verbessern, ja, indem ich die Videos aktualisiere oder ergänze. Und ich habe dann, wie gesagt, Zeit für die Menschen, die tatsächlich wollen, wo ich weiß, die sind vom fachlichen Kenntnisstand her schon so weit, dass sie eben diese Themen auch drauf haben. Dann geht es nur noch ums Wollen oder halt nicht wollen, ja. Und jemand, der nicht will, da ist es völlig egal, wie viel Zeit ich investiere, der will halt einfach nicht, ja. Und das ist eben halt ein zusätzlicher Filter. So, und das alles, also du siehst diese zwei Blöcke. Ich könnte sogar diesen Übergang von hier auf hier, den könnte ich auch noch automatisieren. Bei mir sieht es halt aktuell so noch aus, dass ich da einfach den Zugang versende. Und dann kann die Person halt dementsprechend sich hier anmelden, bekommt dann Zugang zu einem Mitgliederbereich und zu unserer E-Mail-Ausbildung, plus natürlich weitere Team-News und so weiter. Genau. Also, aber auch diesen Übergang kann man automatisieren und dann hat man ein voll automatisiertes System in dem Bereich bis, ich sag mal, ab hier. Ja, alles, was hier davor ist, kommt drauf an, welche Marketingkanäle du hast. So, und dementsprechend musst du einfach für dich immer nur wissen, und das ist lange Rede, kurzer Sinn, ja. Entscheidend ist, dass du dir angewöhnst, einfach mit Werkzeugen zu arbeiten. Mein Werkzeug ist dieser Funnel hier. Der ist übrigens auch duplizierbar, weil wir den unserem Team halt einfach auch zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann den einfach einrichten und installieren. Und sobald der installiert ist, hat man dann im Prinzip den kompletten Prozess ebenfalls. Genau. Und das Entscheidende ist aber hier, was sich hier vorne dann abspielt. Ja, wie schaffst du es, ja, Menschen auf diese Seite zu bringen? Und da kannst du kreativ sein. Ich sag dir jetzt mal die Wege, die ich nutze. Ich habe da zum Beispiel meinen eigenen Blog. Entschuldige bitte meine Schrift. Dann habe ich hier meinen YouTube-Kanal. Ich nutze Pay-per-Click-Anzeigen, also PPC. Und wenn es die Zeit erlaubt, mache ich auch immer gern noch direkte Ansprache, zum Beispiel über Social Media. Ja, und auch hier ist es einfach so, wenn du mit jemandem direkt sprichst, aber auch wenn du draußen jetzt, ich sag mal, bist beim Bäcker, kommst mit jemandem ins Gespräch, ja, dann kannst du auch eine Visitenkarte zum Beispiel übergeben, wenn die Person weitere Informationen will. Und auf der Visitenkarte, das sollte halt jetzt dann keine vom Unternehmen sein, sondern einfach, wo der Link drauf ist, ein bisschen so ein Anteaser, ja, dass die Aufmerksamkeit geweckt wird. Und wenn die Person das dann interessiert, dann kann sie auf die Seite, die auf der Visitenkarte drauf ist, draufgehen und kann dann auch hier wieder weitere Infos anfordern, ja, oder halt eben direkt mit dir Kontakt aufnehmen, wie auch immer. Und für alle die, die jetzt zum Beispiel hier nicht so affin sind und sagen, nee, das ist mir zu viel, da haben wir ebenfalls halt Werkzeuge, zum Beispiel die einzelnen Videos. Wenn du jetzt einen Interessenten hast, ja, den du die Geschäftspräsentation zukommen lassen willst, dann schickst du ihm das Video und telefonierst dann halt nach. Ja, auch das wird dir super viel Zeit sparen, wie zu ihm hinzufahren, dann dorthin zu sitzen, das Gleiche zu erzählen, wie gestern oder vorgestern, dann
wird die Person wieder Fragen haben, dann beantwortest du die Fragen, dann schreibst du sie vielleicht ein oder noch nicht. Und in der Zeit, wo du vielleicht 1, 2, 3 Stunden dann vor Ort verbringst, kannst du schon wieder verwenden, um hier ja, neue Interessenten zu gewinnen. Der Blog würde ich jedem empfehlen, hat einfach den Vorteil, dass wenn du gut im Content erstellen bist, das heißt, wenn du gute Texte schreiben kannst oder auch YouTube, dann hast du hier eine kostenfreie Möglichkeit, die zwar länger dauert, bis sie sich auszahlt. Ja, da wirst du nicht von heute auf morgen Ergebnisse erzielen, aber alles, was du dort an Arbeit investierst, hat die Chance, dann in den Suchmaschinen gefunden zu werden und dir halt auf Dauer neue Besucher zu bringen, für die du dann aktiv nichts mehr machen musst. Pay-per-Click-Anzeige erklärt sich von selbst. Das heißt, du kaufst dir den Traffic ein. Das heißt, wenn du Geld zur Verfügung hast, dass du in Werbung investieren kannst, ist aber nicht notwendig. Network Marketing funktioniert auch ohne. Ja, da ist dann halt Manpower gefragt. Dann kaufst du dir halt den Traffic direkt ein. Aber du kannst auch gezielt über zum Beispiel soziale Netzwerke deine Zielgruppe erreichen und dort die Leute direkt ansprechen. Okay, das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben. Und ja, falls du Fragen hast, nutze gerne die Kommentarfunktion, wenn du kein weiteres Video verpassen willst. Ist ganz wichtig, ich soll jetzt hier im Video irgendwo ein Abonnieren-Button ja, auftauchen oder nutze die Abonnieren-Funktion unterhalb des Videos. Abonniere den Kanal, wirst du immer sofort informiert, wenn es neue Inhalte gibt. Schau gerne auch mal auf meiner Webseite vorbei, www.oliverschirmer.de. Dort kannst du dir ebenfalls weitere ja, Informationen anfordern. Unterhalb des Videos stelle ich dir den Link bereit für den Blogartikel. Und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß bei der Umsetzung und ja, hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.